Schuhnotstand in Deutschland bzw. in München. Das habe ich heute festgestellt. Am heutigen 12. April 2022, Dienstag, bin ich in die Stadt gegangen und wollte mir Sportschuhe kaufen. Ich halte mal den Namen zu. Also ich wollte solche in der Art hier. Sie sind ja mit viel Kunststoff so, aber die sind einfach leicht und bequem zu tragen für mich. Und die wollte ich mir nochmal kaufen. Die habe ich mir vor 2 Jahren zuletzt gekauft. Und ja, ich wollte die wieder haben. Das Modell gab es nicht mehr, was mich jetzt nicht gewundert hat. Aber es gab auch keine anderen vergleichbaren Schuhe mehr. Zumindest nicht in meiner Größe. Und ich habe mit 42,5 eigentlich eine normale Größe. Also auch 43 und die, also alles, was so in dem Bereich ist, gab es nicht mehr. Ich habe im Fachhandel geguckt, ich habe im Kaufhaus geschaut und im Kaufhaus sagte mir dann ein junger Fachverkäufer, ja, momentan haben die Engpässe, es kommt nichts. Selbst diese Flex-Stores von diesen Marken, und das ist auch ein Markenschuh, den ich da wollte, die bieten nichts an. Also die haben nicht alle Größen mehr. Und es wird immer schlimmer. Also die warten händeringend auf neue Lieferungen, die nicht kommen. Wir wissen ja, woher die kommen, und da kommt eben momentan nichts. Es ist ein Schuhnotstand für Schuhe in dieser Art. Und viele Leute tragen ja solche Schuhe. Also wer jetzt sich preppt, der sollte Schuhe nicht vergessen. Schönen Abend noch. Ciao.